gucken, ob ich das bereuen werde. Ja, das sind so kleine Herzchen. Alleine das finde ich schon so zuckersüß, wirklich auch zum Verschenken. Das ist auf jeden Fall intensiv. Hallo, meine Lieben. Die Vorweihnachtszeit hat jetzt offiziell begonnen. Wir freuen uns alle. Ich habe auch schon mein Haus ganz, ganz tüchtig geschmückt. Habe ich euch hoffentlich schon gezeigt. Ja, also ihr Süßen, wir machen heute etwas ganz Besonderes. Das sage ich in fast jedem Video. Wir schminken heute einen Weihnachtslook mit Asam-Produkten. Und genau, da darf ich euch auch einiges zeigen. Falls ihr euch da selbst oder auch für eure Liebsten irgendwie noch dem nächsten Geschenk holen wollt, dann habe ich jetzt eine ganz, ganz, ganz tolle Nachricht für euch. Und zwar kriegt ihr auf die Weihnachtskategorie heute bis zum 30. um Mitternacht 20% genau bekommt ihr. Das ist tatsächlich recht viel und ich werde da selber auch zuschlagen. Ich zeige euch gleich auch noch mal ein paar Geschenksets. Ich möchte davon nämlich auch zum Beispiel was noch für meine Mama besorgen und vielleicht auch für meine Schwester, wenn sie Interesse hat. Muss ich noch mal schauen. Die eine Creme, glaube ich, hat sie schon, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, wir benutzen das alle ziemlich gerne, einfach weil die Produkte immer sehr gut funktionieren für uns. Also es gibt natürlich auch Leute, für die es nicht funktioniert, aber von den meisten kriege ich tatsächlich immer eine positive Rückmeldung. Und genau, ihr könnt also, wie gesagt, von heute bis 30. Mitternacht 20% auf die Weihnachtskategorie sparen mit meinem Code XmasAlina. Nein, XmasRolina. Genau, XmasRolina. Ganz wichtig. Blende ich euch auf jeden Fall nochmal ein, damit könnt ihr 20% sparen. Sollten hier jetzt Produkte bei sein, die ich fürs Augen-Make-up benutze, wir werden uns überwiegend darauf konzentrieren, dann könnt ihr natürlich auch meinen normalen Rabattcode benutzen mit 15% Rabatt auf fast alles. Genau, das war YT-Rolina. Genau. Also, ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich werde es auf jeden Fall haben. Hier sind einige Produkte, die ich noch nie ausprobiert habe und ich bin super, super, super gespannt und auch ein bisschen aufgeregt, weil ich noch nicht so ganz genau weiß, was ich mache. Aber wir versuchen das jetzt mal. Ich habe übrigens angefangen, genau das gibt es dann auch im Geschenkset, mit dem, lasst mich nochmal schauen, das ist das Perfect Tint, nee, der Perfect Tint Instant Optimizer ist das. Genau, das ist so eine silikonartige Textur, die macht man rauf für Porenverfeinerung. Da gibt es jetzt, wie gesagt, auch so ein süßes Set. Ich bin so froh, dass ich es noch bekommen habe hier. Also der Perfect Tint Instant Optimizer. Das ist übrigens auch, sind da Pflegestoffe drin, hatte ich noch gelesen extra. Was war denn das noch? Moment. Ach so, genau, mit Retinol und Peptidkomplex ist auf jeden Fall das angereichert. Hier in diesem Set. Oh, ihr seht schon, das ist mit solchen Pünktchen so schön, die Glamour Edition. Heute habe ich schon wieder mit dem Sprechen. Bitte seht es mir nach. Auf jeden Fall ist die so süß. Ihr seht das ja hier schon auf der Verpackung. Es ist so hübsch. Und genau, also da bekommt ihr hier den Instant Optimizer. Den habe ich gerade auch schon aufgetragen. Und hier ist noch eine Augencreme dabei. Das ist die Glow Up Cream. Ist das? Ah nee, das ist gar keine Augencreme. Aber es ist die Glow Up Cream. Die habe ich auch da. Genau, und die ist mit Kombucha-Extrakt, glaube ich, war das. Und auf jeden Fall auch mit Peptin. So, das ist auf jeden Fall ein Geschenkset. Das ist unter anderem in der Weihnachtskategorie. Dann gibt es hier natürlich auch, die habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Die habe ich jetzt heute aber nicht benutzt. Diese wunderschöne, Asam Magic Finish Edition mit diesen wunderschönen Perlen und Strasssteinchen total. Und das werde ich für meine Mama nochmal besorgen. Hier dieses Lippen-Makaron-Set. So süß und so schön ist das. Das muss sie unbedingt haben, auf jeden Fall. Nun gut, ich habe jedenfalls den Instant Optimizer hier benutzt. Und darüber habe ich wie immer, er ist fast leer übrigens. Es ist so selten, dass ich einen Concealer leer mache. Ich liebe ihn einfach so sehr. Ihr seht hier, guckt mal, wie wenig da nur noch drauf ist. Das ist echt, ich habe zum Glück ein Backup. Ich liebe das Zeug, das ist echt... Es funktioniert so gut. Das habe ich jedenfalls schon aufgetragen und wir machen jetzt weiter. Oh, ich überlege. Okay, ich klebe mir jetzt auf jeden Fall hier erstmal Streifen und dann schauen wir weiter. Ich hielt es jetzt für eine gute Idee, euch nochmal ein bisschen dichter ranzuholen. Ich hoffe, das ist auch eine gute Idee. Mittlerweile ziehe ich mir übrigens keine Eyeliner mehr ohne diese Dinger. Es ist einfach so viel einfacher und es wird wenigstens etwas. Das, das erspart mir auf jeden Fall viel Kummer. So, ich habe jetzt hier... Oh, die ist auch so schön. Die heißt Elegant Vibes Palette von Magic Finish. So sieht die Umverpackung aus. Und hier haben wir dann im klassischen Design natürlich. So schön sieht das immer aus. Ich liebe es. Hier haben wir sogar einen Blush mit drin. In die eine Farbe habe ich auch schon reingeditcht. Damit möchte ich jetzt überwiegend arbeiten. Die sieht so schön aus. Ich bin ganz gespannt, wie sie performt. Ich habe sie halt noch nie benutzt. Genau, ich habe hier auch noch, ich weiß noch nicht so genau, wie ich das kombiniere. Ich habe hier auch noch zwei Mousse Eyeshadows. Die habe ich vorhin auch schon einmal auf meinem Handrücken geswatcht. Das machen wir auch noch mal ganz schnell. Die sind erstaunlich trocken geworden, also nicht zu trocken, aber ganz oft hat man das ja mit solchen Liquid Eyeshadows, dass die irgendwie nicht so richtig wegtrocknen, das nervt dann immer so ein bisschen. Hier haben wir jetzt erstmal quasi die Würstchen, die verreibe ich dann jetzt noch einmal eben, dass ihr so ein bisschen die Farbe sehen könnt. Ja,
Das lässt sich ja auf jeden Fall auch sehen. Ich schaue mal, womit ich gleich arbeite. Ich weiß es gerade tatsächlich noch nicht genau. Und darauf bin ich super gespannt. Ich habe hier nämlich noch einen Glitzer-Eyeliner. Den kann man wohl auch für die Lashes benutzen zum Toppen. Also Glitter Lash and Liner. Das ist mit so einem goldenen Glitzer. Ich sehe auch so ein bisschen, ich glaube, ist das Silber? Nee, das ist einfach ein helleres Gold noch mit Glitzer drin. Oh, das wird schön, das wird schön. Wir fangen jetzt auf jeden Fall erstmal an. So, ihr Lieben, wir versuchen jetzt unser Glück einmal mit diesem Glitter- und Lashliner. Ich bin gespannt, ob ich es jetzt versau oder ob das vielleicht sogar ganz gut aussehen kann. Wir schauen mal. Ich wollte jetzt nochmal versuchen, hier so ein bisschen irgendwie Akzente zu setzen. Versuchen es einfach mal. So, jetzt schauen wir mal. So, okay, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Das ist natürlich auch je nach Lichteinfall immer so eine Geschichte, weil die Glitzerpigmente natürlich ein bisschen unregelmäßig immer sitzen, aber das müsste gehen hier. Damit es jetzt auch richtig vernünftig aussieht, tusche ich auf jeden Fall schon mal hier die Wimpern. Da machen wir, glaube ich, gleich nochmal was anderes. Und dafür benutze ich natürlich mal wieder, die habe ich euch auch schon so oft in die Kamera gehalten, habe ich mir auch schon Backup von gesichert. Wie bei dem Concealer auch, die Cat Eye Volume Mascara, die mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Und ja, tatsächlich meine Liebste somit von Asam. Eine Minute, 37 Sekunden später. Die Süßen. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und genau, ich will jetzt unbedingt auf der anderen Seite nochmal den Creme-Lidschatten ausprobieren. Das wird also ein bisschen einfacher wahrscheinlich. Vielleicht bin ich da noch ein bisschen kreativ gleich mit dem Glitzer. Mal gucken. Aber ja, wie sieht denn das bei euch aus eigentlich? Schenkt ihr euch selber dieses Jahr auch ein bisschen was? Das wäre jetzt natürlich eine super gute. Ja. Möglichkeit, da ein bisschen Geld zu sparen, solltet ihr das wollen. Und ja, aber vielleicht wollt ihr euch auch irgendwas anderes kaufen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und genau, was würdet ihr hiervon euch selbst schenken oder auch euren Liebsten? Auf jeden Fall schreibt mir das doch gerne mal. Das würde mich sehr interessieren. Wir nehmen jetzt als erstes, würde ich sagen, den hellen Ton. Und ich bin gespannt, wie der jetzt so auf dem Auge performt. Versucht den jetzt erstmal mit dem Finger aufzutragen. Okay, das funktioniert jetzt auch nicht so optimal. Gut, also den hellen habe ich leider gerade nicht so gut zum Sitzen gekriegt. Wir versuchen es dann jetzt mal mit dem dunklen. Der hat vorhin auch auf meiner Handrücken total gut funktioniert. Wir machen das jetzt damit. Das ist übrigens die Farbe Love Note. Und die andere hieß Angel Eyes. Na, das geht viel besser. Ja, jetzt ist ein Lidschattenlook komplett mit einer Farbe und einem kleinen Finger aufgetragen, ohne Pinsel. Ich finde es gar nicht so schlecht tatsächlich, ne? Also ich werde jetzt noch mal ganz kurz mit der helleren Farbe aus der Palette oben ein bisschen einen Akzent setzen unter der Augenbraue, aber wir lassen das dann da auch einfach mal und gehen dann lieber noch mal mit dem Eyeliner ran. Mal gucken, ob ich das bereuen werde. Also die Sache mit diesen Glitzer-Eyelinern ist ja immer so eine Sache, ne? Also hier finde ich jetzt ganz gut, dass er doch recht konzentriert ist auf einer Stelle. Aber von weiter weg sieht man immer nicht so genau. Jetzt hier in dem Schimmer seht ihr jetzt, dass es doch recht ordentlich gearbeitet ist. Obwohl es von weiter weg manchmal durch den Lichteinfall halt, weil natürlich nicht alle Pigmente dann reflektieren, es manchmal auch ein bisschen so aussieht, als hätte man unsauber gearbeitet. Aber ihr habt es ja gerade gesehen, also es ist gar nicht so unsauber tatsächlich. Aber ja,
Wir machen jetzt hier auch nochmal die Wimpern? Ja, ihr Lieben. Also ich finde es jetzt tatsächlich ganz schön mit getuschten Wimpern. Welche Seite gefällt euch besser? Ich kann mich tatsächlich nicht so ganz entscheiden. Ich fand das jetzt hier so witzig, dass ich da echt nur meinen Finger benutzt habe letztendlich, der auch noch immer genauso aussieht. Aber auch hier, das färbt nicht ab, ne? Total schön. Und ich habe jetzt auch nicht so das klebrige Gefühl, sowohl mit dem Eyeliner nicht, als auch mit dem Lidschatten nicht. Und hier genau, das ist etwas dezenter, aber trotzdem auch etwas aufregend durch den Eyeliner halt. Und ja, bitte schreibt mir, welche Seite ihr schöner findet. Wir machen jetzt mal kurz weiter mit der Base. Ich habe hier noch so zwei super schöne, super, super, super schöne. Die heißen Lip Cheek Shimmer. 3-in-1 Balsam. Da habe ich zwei verschiedene Farben. Da habe ich einmal Inner Peace and Pure Delight und Beautiful Soul and Pure Delight. Also genau, wir machen die mal auf. Die sehen so süß aus. Ich zeige euch die mal. Das sind so kleine Herzchen. Alleine das finde ich schon so zuckersüß, wirklich auch zum Verschenken. Und genau, wir haben hier also Cremeprodukte. Einen Blush auf jeden Fall, könnt ihr garantiert auch für die Lippen benutzen, heißt ja auch extra so. Und die andere Seite muss ich jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen untersuchen. Oh, hoppala, das ist aber sehr zart schmelzend, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Erstmal auf die Lippen. Wahnsinn, das ist so ein bisschen, also es passt in die Magic Finish Reihe, weil das sich so, also das schmilzt irgendwie, aber es hat halt auch so einen musigen Charakter. Eine unauffällige, schöne Farbe. Also das gefällt mir schon mal gut. Ich bin gerade froh, dass ich die hellere aufgemacht. Ich meine die dunklere, weil ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig mit solchen Farben auf den Lippen. Da gehe ich jetzt hier mal mit so einem Brush rein, der so ein bisschen, ich glaube Stippling Brush heißt das, wenn der oben so ein bisschen längere Härchen hat. Und dann versuchen wir das mal als Blush. Ich habe gar nicht gesagt, welche Farbe ich jetzt genommen habe, ne? Hier die hellere. Inner Peace and Pure Delight habe ich jetzt hier. Auf jeden Fall ist der Blush in dem Herzchen jetzt, das macht einen wirklich viel dunklereren Eindruck, als es letztendlich auf der Haut ist. Das finde ich aber auch ganz gut so. Sieht auf jeden Fall schön fresh aus, oder? Okay, also mit einem normalen Pinsel geht es besser, statt mit dem Stippling Brush. Das, ja, sieht jetzt schöner aus, finde ich. Ja, so kann man auf jeden Fall immer sicher gehen, dass Lippenfarbe und Wangenfarbe zusammenpasst. Übrigens, ich hatte ja hier auch noch einen Blush in dieser Palette. Den zeige ich euch auch noch mal ganz kurz. Das ist ja so ein peachiger irgendwie. Hier am Mittelfinger habe ich ihn. Oh, den mag ich aber sehr. Finde ich eine sehr, 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 sehr schöne Farbe tatsächlich. So, aber jetzt möchte ich noch mal ganz genau wissen, was es jetzt mit der anderen Seite auf sich hat. Ihr habt ja gerade gesehen, das hat so ein bisschen, das hat immer so ein bisschen, ist das Kondenswasser? Ich weiß gar nicht genau, aber das ist ganz normal bei Cremeprodukten. So, und dann geben wir uns den jetzt mal hier hin. Oh, der ist aber sehr schön. Der hat die gleiche Konsistenz. Sieht man den? Ich hoffe, dass man ihn sieht. Also er ist sehr subtil, aber dennoch irgendwie so... Muss man eigentlich sehen, meine ich. Und durch die Textur ist es halt auch sehr gut, ja, für trockene Häutchen, würde ich sagen. Oder jetzt eben auch, ihr lacht mich immer aus, wenn ich sage, okay, ihr lacht mich nicht aus. Ihr sagt, ich habe noch nicht so richtig Falten, aber tatsächlich habe ich hier und da, tatsächlich welche. Weil gerade hier diese Mimikfalten, wenn ich dann da ein zu trockenes Produkt auftrage, dann sieht das einfach nicht gut aus, ne? Und ja, deswegen finde ich das schon irgendwie, wenn auch vielleicht noch nicht so intensiv. Doch, den sieht man doch. Ich sehe ihn hier. Ja, das hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Jetzt möchte ich aber noch einen Highlighter-Stick ausprobieren. Der war hier nämlich auch mit neu drin. Der war mir total neu tatsächlich. Der heißt Cream Highlighter Stick und das ist ein goldener Ton. Ich habe den vorhin schon einmal aufgetragen. Finde den auch sehr, sehr, sehr schön. Wo kann ich euch den denn jetzt mal zeigen? Machen wir mal hier. So, da bin ich ja auch ein bisschen heller in der Haut. Da könnt ihr dann gleich mal schauen, ob das vielleicht auf eurer Haut auch schön aussehen kann. Also der ist natürlich schon gelb-gold, passt aber ja jetzt zu Weihnachten, finde ich. Und den werde ich jetzt noch mal kurz darüber auftragen. Dann sieht man den anderen vielleicht nicht mehr so, der ja auch nicht unbedingt kühl ist, aber naja, subtil. So, ihr Süßen. Jetzt haben wir alles ausprobiert. Ja, ich bin ziemlich zufrieden. Ich glaube, für Heiligabend würde ich würde wahrscheinlich eine Mischung aus beiden Looks irgendwie machen. Also hier gefällt mir wirklich der Creme-Eyeshadow, der Mousse-Eyeshadow sehr, sehr, sehr gut. Der Eyeliner hat hier jetzt auch wirklich gut was gemacht, finde ich. Man konnte sehr präzise damit arbeiten. Ich habe das jetzt doch noch nicht, wisst ihr, ich trage das nochmal ganz schnell, das habe ich nämlich nicht gemacht. Wo ist denn das Ding jetzt? Da. Ich trage euch das jetzt hier nochmal kurz über die Mascara. Oh, alter Schwede, habt ihr das gesehen? Das ist natürlich intensiv. Wir machen das jetzt hier einfach auch nochmal schnell. Hier ist nämlich extra so eine wie Perforierung dran. Moment, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Seht ihr, dass da solche kleinen Rinnen sind? Das ist, denke ich, für die Wimpern gemacht und das andere Ding vorne der Pinsel quasi dann ja für den Eyeliner.
will ich es jetzt auch nochmal raufgeben. Das ist auf jeden Fall intensiv. Ja gut, das muss man auf jeden Fall mögen. Wenn man die Wimpern dann so voll mit Glitzer hat, da kann man natürlich auch weniger drauf machen, nur die Spitzen oder so. Aber tatsächlich bin ich eher nicht so der Typ, der das so trägt, weil ich immer gerne möchte, dass man die Wimpern sehr gut sieht. Und das finde ich, ja gut, eigentlich so jetzt auch. Aber ich möchte gerne, dass sie schwarz und lang aussehen. So, jetzt habe ich euch aber alles gezeigt, ihr Süßen. Schreibt mir bitte gerne euren Lieblingsartikel in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Guckt bitte bei Asam vorbei, falls ihr da auch interessiert seid. Jetzt könnt ihr halt, wie gesagt, auf die Weihnachtskategorie recht viel sparen. Deutlich mehr als sonst auf jeden Fall. 20% mit Xmas-Rolina. Und ja, genau. Ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank an Asam für die schönen Produkte. Ich habe mich sehr gefreut. Werde auf jeden Fall auch nochmal das Lippen-Set hier kaufen von meiner Mama. Wie gesagt, vielleicht kriegt meine Mama und meine Schwester das einfach auch genauso. Und die haben auch ein Pinselset. Darauf bin ich ziemlich scharf. Und mir wurde auch von Zuschauern bzw. von einer Zuschauerin gesagt, dass das Setting Spray sehr gut sein soll. Das möchte ich auf jeden Fall auch noch probieren. Ja, ihr Süßen, ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Selbstverständlich auch mit mir und meinen Videos. Und ja, also ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.